Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Wallonien. Wir haben uns ein bisschen aus der Umklammerung gelöst, sind jetzt selber so fast in die Offensive gegangen und ich hoffe, ich kann hier die Flotten erledigen, damit wir hier freie Bahn haben für eine eigene Landung in Patagon. So, das ist der Plan, darauf bereiten wir uns vor. Aber was wir tun können, wir könnten eigentlich unsere komplette Armee. Gibt es eigentlich wie einen Befehl, wie alles auswählen? Nächste Einheit erledigt? Ne, gibt es irgendwie nicht, ne? Die will ich wieder zurück in die Hauptstadt bringen, also weil Idolon da oben ist ja jetzt nicht mehr in Gefahr. Und dann ist eigentlich die Hauptstadt der beste Ort, seine Armee zu haben, weil hier müssen wir, die Stadt müssen wir bis aufs Blut verteidigen. Wenn die fällt, dann ist es vorbei. So, wir gucken ins Transportwesen, denn wir müssen hier wieder neu justieren, weil wir ja jetzt wieder Eisen transportieren können. Sehr schön. Man könnte fast überlegen, ob man ein bisschen Überschuss an Eisen jetzt mitnimmt, weil da gibt es ja doch immer mal wieder Probleme. Boah, Stoffe könnten wir auch schon mehr mitnehmen. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, wir brauchen keine Pferde mehr. Wir nehmen mal einmal mehr Stoffe mit. Und ob wir so viel Holz brauchen, das sei auch mal dahingestellt. Wir gucken uns die Industrie an. Vorweg, ja, der Front hat mehr Textil. Vorweg, ich will noch neue Einheiten bauen. Ich denke, wir werden noch mal einen Plek herbauen, weil der uns bei den möglicherweise schwierigen Angriffen helfen kann. Und dann will ich aber eine schwere Artillerie, eine normale Artillerie noch dazu bauen, weil die andere, die möchte ich gerne in unserer Hauptstadt lassen. So sicher ist sicher. Die ist für die Verteidigung ja besonders gut geeignet, aber die können wir durchaus auch im Angriff mitziehen. Wenn wir drei Leichte haben, die erstmal nach vorne gehen, kann uns die durchaus auch zu Hilfe kommen. Gut, das machen wir so. Dann werden wir zur Sicherheit hier einen neuen ausbilden. Wir werden hier... Oh, uns fehlt Papier. Das müssten wir mal auch mal wieder herstellen. Machen wir das so. Können wir dann erst das nächste Mal machen. Was haben wir überhaupt so auf Lager? Ja, noch fehlt Eisen. Das ist einfach so. Ein bisschen was wird produziert. Hier auch. Transportkapazität können wir auch nochmal einerweitern. Das läuft erfahrungsgemäß hier auf Hochtouren. Na, das Holz will ich nicht weiterverarbeiten. Das ist in Ordnung so. Okay, Konserven ist eigentlich auch alles in Ordnung. Wir haben inzwischen 11 Stoffe, das behalten wir mal weiter so. Und dann produzieren wir jetzt ordentlich weitere Konserven. Gut, soweit dazu. Industrie, Handel können wir weiter verkaufen. Wir kaufen weiter Kohle und Eisen ein. Das können wir jetzt einfach nie genug haben. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier was reißen. Grünes Ordune, ich hoffe... Die ziehen da jetzt nicht ihre Flotten ab. Das wäre ärgerlich. Okay, warten wir es ab. Zug beenden. So, wir können Eisen kaufen. Das machen wir auch. Verbessert ihr auch Beziehung. Und tatsächlich, es ist zur Seeschlacht gekommen. Sieg auf See. Patagon, Narviksee. Ein Schiff der Nation Patagon mit Befehl zu patrouillieren. 4 Schiffe. Und wie ist es jetzt ausgegangen? Okay, wir haben ein bisschen Schaden genommen. Der Gegner aber deutlich mehr, konnte aber fliehen, wie es aussieht. So, die nächste Schlacht, Sieg auf See, ebenfalls gegen Patagon, Hafen von Faliro. Ha! Haben wir sinken können, sehr gut. Sehr gut, hier ist aber ein Linienschiff angeschlagen jetzt schon. Aber das ist ja sehr erfolgreich gewesen. Und was haben wir hier? Feindliche Handelsschiffe abgefangen. Ein Stahl mit Zim gehandelt. Ein großes Handelsschiff versenkt. Handel mit Zim gestört. Ja, wunderbar. Ja, das hat ja bestens geklappt. Prima. Ich dachte, man muss diesen Hafen blockieren, um das zu erreichen. Aber das geht offenbar auch anders. Sehr erfreulich, Leute. Und Totjev liefert jetzt zumindest Rohmaterialien. Das ist auch gut. Und Artillerie und Plänkner sind angekommen. Und Lorassa See, das sind immer noch feindliche Schiffe. In Ordune sind Lebensmittel knapp.
Aber ich glaube, da kommen die schon alleine mit zurecht. So, hier ist jetzt der Bahnhof gebaut. Wir haben jetzt Toftlund damit eigentlich auch ans Netz angeschlossen. Und hier wollte ich jetzt hier oben in Richtung Kenelon weitermachen. Ich habe mir überlegt, der bessere Ort ist gar nicht der hier, sondern also der hier, sondern der hier. Da haben wir dann gleich noch ein bisschen Holz mit dazu. Aber das ist okay. Wir schicken ihn erstmal dorthin und du baust dann hier die Mine. Das passt schon. So, jetzt haben wir die Armee, die bleibt erstmal hier. Und jetzt müssen wir überlegen, wie gehen wir mit unseren Schiffen weiter vor. Also hier ist jetzt noch vermutlich ein Schiff. Das ist wirklich nicht die Welt. Hier unten könnten wir möglicherweise jetzt helfen und die gegnerische Flotte weiter vernichten. Was ist das denn hier? Hier ist noch ein feindliches Schiff. Das ist doof. Hat das da etwa... Wartet mal. Ist das eine Landung? Tatsächlich. Die wollen dort landen. Was haben wir in Kessel? Vier Milizen. Wir kommen da allerdings hin mit unserer Armee, glaube ich, oder? Ja, wir müssen wieder unsere Transportkapazität. Also das müssen wir natürlich verteidigen, ist ja ganz klar. Nehmen wir die wieder mit. Wir nehmen die Leichten mit. Ja, wir nehmen so viel mit, wie es geht, ne? Die Infanterie. Okay. Habe ich jetzt die richtige Provinz getroffen? Ja, das müsste klappen. So. Ja, jetzt gibt es ein paar Zielkonflikte. Also wollen wir jetzt die gegnerische Flotte erstmal jagen oder wollen wir Landungszonen machen? Wollen wir hier den Hafen abriegeln? Fragen über Fragen. Ich denke, wir teilen uns weiter auf. Das eine Kaperschiff. Ne, wir brechen erstmal. Halt, wir haben ja noch diese Flotte hier. Das machen wir so. Wir bringen diese Flotte jetzt. Ach, das sind zwei Landungen schon wieder. Die bringen wir komplett da rein. Ich vermute, wir werden das auch nicht verhindern können, weil wir da zu spät kommen. Und mit der Flotte, ja, was machen wir denn hier mit? Wir brechen mal kurz ab, gucken uns das an. Ich versuche mal Folgendes. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen ohne Erfahrung. Wir werden mal hier mit den zwei Kaperschiffen versuchen, den Hafen abzuriegeln. Und mit den beiden werden wir jetzt mal einen Landepunkt etablieren. Allerdings will ich nicht gleich gegen die Hauptstadt marschieren. Das Gefühl, ich bin da noch nicht so gut gerüstet für. Versuchen wir das mal hier und dann können wir in Patisia, wobei das auch, das ist ja alles befestigt hier, aber das sind nur Milizen, glaube ich. Das sollten wir locker hinkriegen. Mal schauen. Hier ist allerdings, ach Gott, hier ist ja auch noch eine Patagon-Flotte. Ach Mensch, die habe ich jetzt total übersehen, Leute. Nee, das ist mir zu heikel. Das ist mir zu heikel. Wir lassen das. Wir schicken die Flotte wieder zurück. Entschuldigt bitte. Wir nehmen sie komplett und versuchen zu patrouillieren und versuchen hier, die hier doch nochmal zu schwächen, zu besiegen vielleicht. Gut, soweit dazu. Transportkapazität hat sich ein bisschen erhöht. Wir können jetzt schon direkt Bretter transportieren. Oh Mann, ey, wir müssen echt nachkommen mit der Transportkapazität. Das ist einfach so. Wir könnten so viel mehr hier in unser schönes Land bringen. Aber jetzt fehlt uns der Stahl. Ja, einmal Waffenproduktion sollten wir haben, aber hier können wir jetzt wieder endlich loslegen. 8-3. Gut. So, dann werden wir hier eine Ausbildung noch machen. Und mehr eigentlich erstmal nicht. Ja, ein Papier können wir noch auf Vorrat produzieren. Bretter haben wir 9. Machen wir weiter. 13 Stoff ist inzwischen ganz schön viel. Können wir vielleicht direkt noch mehr Kleidung produzieren und verkaufen. Und dann werden wir noch ein bisschen Lebensmittel. 9, 11, 4, 7, 4, 8. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen was optimieren. Das nehmen wir runter und hier ein hoch. Gut. So, Verkauf erhöhen wir.
Bedarf melden wir weiter an. Pferde will ja keiner haben. Der Rest ist okay. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob es die nächste Flottenschlacht gibt, die nächste Seeschlacht. Wir kaufen, wir kaufen, wir kaufen. Tatsächlich. So, Wallonien gegen Patagon. Gesunken. Sehr gut. Ich glaube, das war eine Fregatte oder so. Ja, unser Linienschiff, dieser Vater, ist immer mehr angeschlagen. So, die nächste Seeschlacht. Ordune gegen Patagon. Da wissen wir aber nicht, wie es ausgegangen ist. Wird uns nicht angezeigt, weil wir nicht beteiligt waren. Hier geht es um die Sicherung des Brückenkopfes. Das hat Ordune offenbar verhindert, wie es aussieht. Ja, schade, dass uns da die Ergebnisse nicht angezeigt wurde. So, feindliche Handelsschiffe sind abgefangen worden. 7 Möbel gekapert. Das ist ja hochgradig erfolgreich. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist zwischen dieser Aktion und den Blockaden der Häfen, weil ich meinte, so kann man ja wunderbar das Gleiche erreichen. Ja, prima. Noch mehr? Nee. Doch, hier ist noch was passiert. Nochmal ein Kaper. Gesunken, das Handelsschiff. Also, jetzt machen wir richtig einen erfolgreichen Handelskrieg. Hervorragend. So. Bontonkanal sind Schiffe. Das müssen wir uns kurz angucken. Da sind sie durchgestoßen. Das ist natürlich doof. Ach, das ist ärgerlich, wenn man den immer so hinterherlaufen muss. Hier sind weiter Schiffe aus Sim. Insofern müssen wir hier durchaus bleiben. Bewegen wir erstmal die Flotten. Also wir werden jetzt hier mit der Flotte die Zone kontrollieren. Und hier. Tja, das war zwar sehr, sehr lukrativ, aber vermutlich müssen wir erstmal dafür sorgen, dass hier der Gegner nicht in unsere Richtung weiterfährt. 2-2, die bringen wir, glaube ich, dann mal da lieber hin. Das könnte natürlich wieder dazu führen, dass Narvik abgeriegelt wird. Kritisch. Oder wir teilen uns noch mehr auf, aber das ist wahrscheinlich auch keine gute Idee. Nee, das ist mir jetzt sicherer, erstmal unsere Heimatgewässer zu sichern. Okay. Was machen wir mit unserer Transportkapazität? Noch mehr Bretter, denke ich. So. Dann können wir mal hier weiter gucken. Was haben wir auf Lager? Wir haben jetzt ordentlich Stahl wieder. Damit werden wir jetzt die nochmal richtig hübsch ausbauen diesmal. So, mit den 3 Stahlen produzieren wir ein bisschen mehr Waffen noch. Das ist in Ordnung. Ganz, ganz viele Stühle haben wir. Das können wir jetzt mal aufhören. Und der Rest bleibt eigentlich. Was machen wir mit den... Wir haben jetzt doch sogar mehr, als wir hier produzieren können. Aber unsere Arbeitskraft ist sowieso fast aufgebraucht. Könnte man aber tendenziell überlegen, ob man das Stahlwerk schon auf die nächste Stufe hebt. Hier ist auch nichts mehr zu tun. Das Einzige ist, vielleicht noch weitere Schiffe zu bauen, um an noch mehr Stellen gleichzeitig agieren zu können. Wir hätten die Möglichkeit dazu, eine weitere Fregatte zu bauen. Machen wir es mal. Gut. Kann man, glaube ich, nie genug haben. Okay. Der Prospektor hat jetzt keine Arbeit mehr. Den schicken wir jetzt hier in den Sumpf. Und hier wollten wir jetzt die nächste Bahnstrecke bauen. Das ist gut. Und die Armee, ja, die ist ein bisschen umsonst hier hingefahren. Obwohl, hier ist ja immer noch die Landungsstelle. Dann bleiben wir auf jeden Fall hier in Sicherheit stehen. Die Verkäufe. Ja, lohnt es sich jetzt hier diese ganzen Stühle auf den Markt zu werfen? Ich weiß nicht. Wir erhöhen mal ein bisschen von 2 auf 4. Wollen wir es nicht übertreiben? Ah, wir haben sogar die Schiffe richtig in unseren Besitz gebracht. Wir haben jetzt eine deutlich höhere Handelskapazität. Hervorragend. Gut. Und ich finde, wo es uns jetzt so gut geht, wir könnten vielleicht mal überlegen, mit Pont dauerhafte oder längere Subventionen, Entwicklungshilfe zu geben. Ich glaube, das können wir uns leisten. Machen wir es mal.
1000 für die nächsten Runden. Gut. Dann beenden wir den Zug. Mal gucken, wo jetzt wieder die. Hatten wir unten das Abfangen eingestellt? Ja, das hatten wir. Okay. Mal gucken, ob Narvik wieder Probleme bekommt. Eisen nehmen wir mit. Und hier kam es erneut zur Schlacht. Patrouille. Und die nächsten Schiffe sind gesunken, aber unsere Flotte ist hart angeschlagen jetzt. Wir müssen sie jetzt wirklich dringend reparieren. Dazu müssen wir sie in den Hafen bringen, in unseren Heimathafen. Ah, heikel. Okay. Aber dennoch insgesamt recht erfolgreich. So, ein weiteres Linienschiff und gegnerische Flotten in der Latefsee. Ja, und du weist uns auf Investitionen hin. Na gut. Bürger Wallonien haben größeres Gehirn, das wussten wir schon immer. Und der Streik geht weiter. Du machst jetzt einfach mal eine Pause. Erledigt. Wir reaktivieren dich später. Wir können. Obwohl, warte mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Krieg gut läuft, ne? Und das heißt, wir könnten durchaus hier in Sindel jetzt mal investieren. Beziehungsweise Bergwerke bauen. Das kannst ja du. Ich hatte das letzte Mal noch nicht gemacht, weil ich nicht wusste, ob wir möglicherweise dadurch den Feind helfen, wenn der Sindel jetzt wirklich attackiert und erobert. Dann wäre das eine doofe Aktion gewesen. Aber ich denke, inzwischen kann man es riskieren. So, hier haben wir noch Schafe, aber da kommen wir eh nicht hin. Dann machen wir mit den Rinderherden weiter. Vielleicht hier. Und das Linienschiff. Ach so, wo sind jetzt die feindlichen Flotten? In der Latefsee. Ja, da wollen wir hinterher. Deswegen bringen wir das Linienschiff hier hin und die anderen. Die müssten wir eigentlich dringend reparieren. Vielleicht teilen wir die Flotte auf. So machen wir das. So machen wir das. Wir nehmen jetzt mal. Ja, aufteilen ist schwierig, ne? Wir können ja nicht nur ein Schiff da reinschicken. Ach kommt, ich hoffe, es schafft es noch einmal. Mit beiden gehen wir hier hin. Gut. So, Transportkapazität deutlich erweitert. Das ist prima. Holz nehmen wir mit. Wir nehmen noch mehr Eisen mit, denke ich. Ja. So, 9 Arbeitskraft. Wir erweitern die immer noch weiter. Hier wird volle Socke gearbeitet. Das ist gut. Das kann alles so bleiben eigentlich. Mehr will ich gar nicht tun. Uns fehlt jetzt echt an Arbeitskraft, um die Erweiterung noch weiter auszubauen. Dann können wir durchaus noch eine Waffe mehr. Nee, ach nee, brauchen wir auch Arbeitskraft. Okay. Bestens. Bestens, bestens. Hier bleiben wir mal bei den Verkäufen. Und dann beenden wir den Zug. So. Orduna hat hier gekämpft. An der Westküste, an der Ostküste von Patagon. Beziehungsweise Patagon hat. Ah, das war ein Handel von Ordune mit Zinlu und Patagon hat den abgefangen. Das ist natürlich schlecht für Ordune. Ansonsten tendenziell eher für uns egal. Möbel verkaufen wir sehr gut weiter. Also Kohle, das Geld steigt. Narviksee sind jetzt wieder die Flotten. Möglicherweise sind wir wieder abgeschnitten. Gucken wir uns das an. Nein, noch nicht. Noch nicht. Ein ewiges Hin und Her. Aha, sie sind hier wieder dabei, eine Landezone zu etablieren. Die Frage ist, wie viele Schiffe sind das wirklich? Schwierige Frage. Was machen wir in unserer Flotte? 3-2. Also ich glaube, ich werde jetzt doch mal Folgendes machen. Ich werde jetzt mal ein Schiff rausnehmen und es in den Hafen schicken. Und zwar dieses hier.
Habe ich das jetzt ausgewählt? Ja, eins ist ausgewählt. Und das versuchen wir jetzt mal in Sicherheit zu bringen. Ja, es geht direkt in den Hafen. Sehr gut. So, und du sollst hier eigentlich. Ach so, das ist ja gar nicht der Mineur. Da habe ich jetzt mich geirrt. Das ist ja der Prospektor. Du kannst ja da gar nichts tun. Das war also Quatsch. Das machen wir dann später. Dann gehst du doch in den Sumpf. Und wir bauen hier durch den Wald weiter hier hin. So, du baust hier aber die nächste Minenstufe aus und hier kontrollieren wir die Seezone und dann können wir hoffentlich diese Landung verhindern. Die Frage ist, bringen wir jetzt wieder die Armee dahin? Ist sie eigentlich zurückgekehrt? Nee, sie steht noch hier unten, ne? Ja, aber dann machen wir das. Wir können sie ja problemlos jetzt mit unserer Transportkapazität über die Schiene dorthin bringen. Sicher ist sicher. Nicht, dass hier noch was passiert. Okay, liebe Leute, das war's dann erstmal für diesen Zug. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wann das richtige Timing ist, um jetzt die Landung selbst zu starten. Man muss dann schon halt eine relevante Flotte vor Ort haben, um das abzusichern. Aber gleichzeitig werden wir immer wieder von allen anderen Seiten bedroht und müssen unsere Flotte auch dafür verwenden. Also es ist ein bisschen heikel. Vielleicht sollten wir noch eine größere Flotte haben, um einfach an drei Ecken gleichzeitig agieren zu können. Naja, mal sehen. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinwallen.